Ja, mal schauen. Gut, wir sind hier im Botschaftensektor und hier sind auch, also hier war die Menschenbotschaft und hier. Aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach. Hier sind andere Botschaften. Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Jo, wer seid ihr denn? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen. Zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum redest du so komisch, Junge? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. So. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Ja, dann erzähl mal was von der Geschichte. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Alles klar, gut. Auf Wiedersehen, Botschafter. Haben wir mal einen kleinen Überblick? Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadell. So, was bist du hier für ein kleiner Zwerg? Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Ja, Volos. Nee, schlecht gelaunt, oder Sie was? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadell. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadell sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Mhm. Was sind denn die Volos überhaupt? Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Jetzt erzähl schon. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadell und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Oh, ist mir egal, ich muss gehen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Ja, ja heißt, naja, ihr wisst schon. So, was ist mit dir noch? Xeltan? Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Was ist denn los? Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Mhm. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was passiert? Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo ist die? Der werde ich zeigen, wo es lang geht.
Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, okay. So, hier haben wir einen Keeper. Keeper, das sind so eine komischen Insektenviecher, die leben hier auf der Zitadelle. Keiner weiß, wo die herkommen. Die reden nicht, die halten einfach nur die Zitadelle in Stand. Also auch, wenn einer stirbt, dann kommen da irgendwie neue. Also man soll die aber auch nicht töten. Kann man auch gar nicht, glaube ich. So, jetzt gehen wir hier mal raus aus dem Botschaftensektor und hier mal ins offene Gelände. Ja, so offen auch nicht. So, was ist das hier? Empfangsdame. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Woher wissen Sie, dass ich Commander bin? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Wir sind eine wichtige Persönlichkeit. Wie schön. So, egal. Ich muss jetzt los. Ja, ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke. So, wir gehen hier gleich wieder hoch. Gleich wieder rein. Geh schon auf, du blöde Tür. So, hier. Die geht wieder automatisch auf. Was ist hier los? Kann man hier irgendwas? Diplomat. Ha, hier können wir was. Jawohl, Codex und XP und Codex und XP und ein Keeper. Ach, ich kann jetzt hier mit denen allen reden. Das ist aber alles nicht so wichtig. Wir gehen hier mal weiter. So, da ist mir eben gerade Mass Effect abgeschmiert. Tut mir leid, aber wir machen hier direkt weiter. So. Wer bist du? Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Wer sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef der Zitadell-Sicherheit. Es ist mein Job, zu wissen, wenn jemand wie Sie auf der Zitadell ankommt. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Ja, wie laufen denn die Untersuchungen bezüglich Saren? Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Warum nicht? Egal. Ich werde dann gehen. Ja. Auf Wiedersehen, Commander. Ciao, ciao. So, können wir hier noch rumgucken? Aha, hier können wir wieder was hacken. Dechiffrieren? Nein, scheiße. Ah, kacke. So, ha, geschafft. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich uns im Hawking Eater Cluster an, nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wiedergutmachen. Aha. Nicht nur im Argus Roh Cluster liegt was im Argen, nein, auch im Hawking Eater Cluster. Meine Fresse, hier geht ja alles drunter und drüber. Ich mach mal schnell speichern. Okay, jetzt ist mir ein weiteres Mal Mass Effect abgekackt. Irgendwas scheint hier nicht so recht zu funktionieren. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen. Es scheint hier eine Bar zu sein. Eine echt belebte Bar. Wir quatschen einfach mal dazwischen. Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke, viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Aha. Okay. Also da drüben irgendwo muss die sitzen. Wer ist Nasana? Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ja, ich bin ja, sehr beschäftigt. Auch alle so beschäftigt hier. So, kurz schnell speichern und der Barmann. Hallo Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Was zu saufen? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Nein, ich will was saufen. Was ist denn hier so los?
Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Echt cool. Ich muss los. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, danke. So, da drüben ist noch so ein Keeper. Und wir gehen mal wieder raus und wieder runter. Und dann werden wir mal die Brücke überqueren und mal Shaira einen Besuch abstatten. Tür öffnen. Los, schneller. Ja, lass mich durch. Zack. So. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Die Führerin. Avina. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Citadel-Raumstation. Aha. Ja, also jetzt kann man mit der quatschen hier. Aber ich brauche keine Reiseleiterin. Laut unseren Aufzeichnungen ist dies Ihr erster Besuch auf Citadel. In diesem Fall ist eine kurze Einführung angebracht. Bitte erlauben Sie mir, meine Arbeit zu machen. Nein, ich verzichte. Es tut mir leid, wenn Sie meine Serviceleistung nicht als zufriedenstellend empfunden haben. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Citadel Tourismus und Besucherabteilung. Wir können jetzt hier die Expressbahn nehmen, das Rapid-Transit-System hier, aber wir gehen erstmal zu Fuß hier rüber über die Brücke und schauen uns diese gigantische Anlage hier an. Und das ist wirklich nur der innere Ring, den wir am Anfang gesehen haben. Vielleicht habt ihr das gesehen. Also das Ding ist riesig. Millionen, Milliarden von Menschen und anderen Kreaturen finden hier drauf Platz. Ja, gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. Oh. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? So, dann gehen wir hier mal rein. Hier ist nämlich die Konsortin zugegen. Speichern und hallo. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Ich brauche einen Termin sofort! Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Ja, okay. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Es ist so spät? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was ist mit dieser Konsortin denn? Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung. Und andere wiederum reine Entspannung. Oh. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Aha, okay. Ciao. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche, ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Will die Shaira uns doch schon sprechen. Nichts mit 3 bis 4 Monaten. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Warum? Warum will sie mich sprechen? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie sie schon selber fragen. Oh. Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt wird hier. So, hier sitzen sie schon alle rum und warten. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen.